Guten Tag! Schön, dass Sie bei uns auf der Homepage sind und schön, dass Sie sich für den Musikunterricht in der SME interessieren. Mein Name ist Edith Habrager und ich erkläre so, wie es so vorgeht, wenn Ihr Kind bei uns Musikunterricht hat. Meistens weiss ein Kind schon, was für Instrument er oder sie will spielen, manchmal auch nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es so ist. Also wählt Schlagzeug oder Marimba oder eine Kombination mit dem E-Klavier. Die Kinder lernen so oder so bei uns zwei Instrumente, ein rhythmisches und ein melodisches. Aber bevor wir zu den Instrumenten gehen, tue ich Ihnen unsere Arbeit erklären mit der Basismethode. Wir arbeiten mit einer Basismethode, wo wir das allgemeine Musizieren beibringen. Jedes Kind in der SME schafft mit dieser Basismethode. Es lernt Noten lesen und Noten schreiben, improvisieren, komponieren und Technik. Das alles rhythmisch und melodisch und natürlich kinderfreundlich. Jedes Kind in der SME kann nach einem Jahr das Basisheft spielen und hat die Kenntnis und das Können. Das ist praktisch, dann wissen Sie das, was Ihr Kind nach einem Jahr kann. Das Kind selber weiss es und wir wissen es auch. Wir gehen davon aus, dass ein Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin früher oder später in einer Band, ein Ensemble oder ein Orchester mitspielt. Hier tut Melodie und Harmonie begleiten. Und darum finden wir es wichtig, dass ein Kind auch etwas von dem weiss. Dass es etwas von der Melodie und Harmonie weiss. Darum gibt es das zweite Instrument. Das zweite Instrument, das lernt man in der SME. Das muss man nicht daheim haben. Man lernt das in der SME, man kann dann auch nicht üben. Und das ist für ein Kind manchmal noch recht angenehm, wenn man etwas lernt, ohne dass man muss üben muss. Wenn Sie jetzt schon wissen, dass Ihr Kind nur ein Instrument möchte und dass Sie auch möchten, dass Ihr Kind nur ein Instrument lernt, dann überlegen Sie sich gut, ob die SME die richtige Musikschule für Sie ist. Sie können gern trotzdem weiter schauen, weil es gibt noch einen anderen Grund, warum Sie ein zweites Instrument haben, nämlich da. Sagen wir, nach etwa 3/4 Jahr, dann denkt Ihr Kind, ich wollte Schlagzeug spielen und ich habe das dürfen und ich habe das geübt und jetzt kann ich das. Warum soll ich noch üben? Ja, ist es so. Man kann dem Kind recht geben, aber das machen wir natürlich nicht. Falls wir allerdings, wenn wir als Lehrperson oder Sie als Eltern würden sagen, ja, du musst weiter üben, weil es gibt noch mehr und es kommt noch schwieriger und noch besseres und noch anders. Das machen wir nicht. Wir machen Musik auf dem Schlagzeug mit dem entsprechenden Niveau vom Kind. Und dann, die wir zur gleichen Zeit ausweichen auf das zweite Instrument. Und dort machen wir so richtig vorwärts. Irgendwann ist Ihr Kind auch auf dem zweiten Instrument für einen Moment ersättigt. Das bedeutet aber, dass der Schlagzeughunger von allein wieder zurückgekommen ist. Dann wechseln wir elegant wieder auf Schlagzeug zurück und schalten hier auf ins nächste Niveau. Ihr Kind merkt dann, dass es plötzlich zwei Instrumente gibt, tut einer wechseln und wird ein bisschen flexibel mit dem. Und es macht auch einfach Freude, wenn man das kann. Genau umgekehrt funktioniert es, wenn das Kind Marimba spielt. Marimba ist eine Melodie und ein Akkordinstrument. Es ist auch ein Schlaginstrument und darum ist es stark mit dem Rhythmus verbunden. Darum ist es wichtig für ein Marimba-Spieler oder eine Marimba-Spielerin, dass man weiß, was es bedeutet, wenn man Schlagzeug spielt, wenn man nur Rhythmus spielt. Und das machen wir dann auch, genau auf die gleiche Art. Beim Marimba-Spielen kommt noch dazu, dass man manchmal ein Stück einstudiert nach Not und das ist ein bisschen kopflastig und manchmal doch ein bisschen anspruchsvoll. Und dann ist es ganz dankbar, können wir ab und zu auf Schlagzeug ausweichen,
wo man immer den gleichen Rhythmus wiederholt. Das muss man, bei Schlagzeug sind die Wiederholungen ein Thema. Und das bringt für einen Marimba-Spieler auch Leichtigkeit ins Spiel. Wenn Ihr Kind dann etwa anderthalb Jahre in der Schmäh ist, dann ist es schon parat, um in einem von unseren Ensemble mitspielen. Und das gibt nochmal eine zusätzliche Motivation. Man ist mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen, man spielt noch mehr Instrumente, man komponiert miteinander. Und da entdeckt ein Kind den Sinn vom Musizieren. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in den Ensemble macht auch mir persönlich und uns im Schmäh-Team extrem Freude, weil wir merken die Motivation auch und wir kennen sie und wir bekommen sie zurück. Wir haben Erfolgserlebnis und dann rollt das Ganze so richtig. Und darum freuen wir uns auf jedes Kind, wir freuen uns auf sie und freuen uns, sie und ihr Kind in der Schmäh begrüßen zu können.